Willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, der Vlog sollte eigentlich ein bisschen anders anfangen, habt ihr sicherlich gemerkt. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, hab da ein bisschen gefilmt. Leider war der Ton so schlecht und hab gesagt, man kann es denn nicht bringen. Der letzte Anfang war schon so komisch. Jetzt habe ich mir gedacht, nee, bevor du nachher den Ruf weg hast, Vlogs mit dem komischen Anfang. Nee, habe ich mir doch gedacht, nein, wir machen das heute mal so ein bisschen musikalisch unterlegt, so wie ich dir das eigentlich von mir kennt. Im Winter ist das natürlich nicht so einfach wie im Sommer. Im Sommer ist es schön warm. Wenn ich jetzt gesehen hätte, oh, es hätte geschneit irgendwo und das ist eine super Aussicht, dann wäre ich da heute noch hingefahren. Aber ist im Moment nicht. Es ist eher windig und deswegen war der Anfang heute halt nicht der Anfang. Gut, das soll uns aber nicht interessieren. Ich werde nämlich gleich eine kleine Impro machen, also eine improvisierte Weihnachtsgeschichte. Also frei aus dem Kopf bzw. aus dem Bauch heraus. Alles das habe ich frei erfunden und alles, was so ein bisschen ähnelt, ist rein zufällig und Zufälligkeiten will ich eigentlich nicht. Deswegen, also wir gehen jetzt gleich mal rüber und dann hoffe ich mal, dass euch die Geschichte gefällt. Ich sag mal, bis gleich. Lea und Robert schauten aus dem Fenster, drückten ihre Nase daran platt und schauten zu, wie die Schneeflocken zu Boden sanken. Lea schrie: Morgen ist Weihnachten, morgen ist Weihnachten. Robert meinte nur so: Ja, morgen ist Weihnachten. Und ging brummelig ins Wohnzimmer. Lea schrie immer noch: Morgen ist Weihnachten, morgen ist Weihnachten, morgen gibt's Geschenke. Robert: Ja. Und? Da schaute Roberts Mutter Robert an und sagte: Freust du dich denn nicht? Morgen ist Weihnachten. Robert schwieg. Später am Tag ging Robert mit seiner Schwester einen Schneemann bauen. Robert machte das mehr oder minder nur, damit seine Schwester ihn in Ruhe ließ. Robert hat es irgendwie nicht mit Weihnachten dieses Jahr. Er sagte: Was soll ich denn mit dem ganzen Stress? Warum soll ich mir den ganzen Stress machen? Geschenke kaufen. Nochmal extra brav sein. Er wusste halt schon, wie es lief. Seine kleine Schwester Lea, sie glaubte an den Weihnachtsmann. Sie rief immer wieder durchs ganze Dorf. Man konnte sie überall hören. Morgen ist Weihnachten, morgen ist Weihnachten. Morgen kommt der Weihnachtsmann und bringt mir die Geschenke. Morgen kriege ich ein neues Fahrrad. Morgen kriege ich eine neue Puppe. Robert wusste,
Wenn er ihr die Illusion nehmen würde, wäre sie richtig traurig. Deswegen schwieg er, brummelig. Es wurde Zeit, ins Bett zu gehen. Es war Weihnachtsabend. Seine Mutter und sein Vater sagten den beiden gute Nacht. Robert aber konnte irgendwie nicht einschlafen. Mitten in der Nacht wurde er von etwas wach. Er ging die Treppe hinunter und sah einen in roten Mantel gekleideten Mann traurig die Geschenke für Lea unter dem Baum legen. Er sagte erst: Papa, bist du das? Der Mann nur: Nein. Nein. Doch, du bist es, Papa. Und der Mann wieder: Nein. Nein. Er fragte: Wer bist du denn dann? Der Mann guckte ihn traurig an. Du weißt nicht, wer ich bin. Du weißt nicht, wer ich bin, sagte er nochmal. Und dann sagte er traurig: Glaubst du nicht mehr an mich? Robert überlegte einen Moment. Und er hatte noch Zweifel und sagte: Bist du wirklich der Weihnachtsmann? Und er, der Mann, lächelte ganz kurz und sagte: Ja, ja, ich bin der Weihnachtsmann. Und Robert, er spannt ihn beim Namen. Ich habe keinen Wunschzettel von dir bekommen. Glaubst du nicht mehr an mich? Sprach der Mann. Robert schwieg. Und sagte später: Ich habe mal an dich geglaubt, nur dann haben alle erzählt, ich gebe es nicht. Man habe dich nur erfunden. Dann sagte der Mann: Ja, ja, oft glauben die Leute nur an das, was sie sehen. Heute hast du mich gesehen, doch du hast Zweifel. Aber lass dir gesagt sein, Weihnachten, das sind nicht nur Geschenke. Das sind nicht nur die guten Gaben auf dem Weihnachtsdinner. Weihnachten ist Liebe. Weihnachten besteht aus Liebe. Der Glaube an Weihnachten, er ist in deinem Herzen. Robert schloss die Augen. Er fühlte Wärme und Geborgenheit.
Als sie die Augen öffnete, war der Raum leer. Auf dem Weihnachtsteller war nichts mehr. Nun lag ein Briefumschlag auf dem Tisch. Er stand drauf für Robert. Er öffnete ihn und las. Frohe Weihnachten, Robert, und hab ein frohes Fest. Denk dran, Weihnachten, das ist ein Herzensfest. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Ich habe sie mir wirklich ausgedacht. Ich habe wirklich quasi alles frei aus dem Bauch heraus. Und ich denke mal, diese Geschichte spiegelt so meinen Weihnachten dieses Jahr wieder. Ihr müsst nicht nur mit dem Geldbeutel sehen. Seht vor allen Dingen mit dem Herzen. Und mit dieser Geschichte beende ich heute diesen kleinen Vlog. Und ihr könnt mir ja mal sagen, ob euch die Geschichte gefallen hat. Und ob ich vielleicht nochmal eine bringen soll. Also ich habe mir heute mal gedacht, ein Versuch ist es wert. Und ja, denkt daran. Donnerstag gibt es nochmal einen Vlog. Und der steht vollkommen im Sinne von Weihnachten. Ich werde mal nicht versuchen, an die Arbeit zu denken. Es ist dann jetzt auch Donnerstag der letzte Vlog in diesem Jahr. Danach gibt es das Special. Ihr könnt immer noch Kommentare unter meinen Videos schreiben, unter diesen letzten Videos in diesem Jahr, was ihr gerne sehen möchtet, nochmal von diesem Jahr, was ich so gedreht habe. Einfach den Vlog nennen, dann was ihr gut fandet, und mit etwas Glück kommt es ins Vlog-Special hinein. Ich beende diesen Vlog mit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie bin ich durch die Geschichte so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen. Deswegen sage ich heute mal nicht macht was, sondern macht was, aber mit dem Herzen. Ciao.